Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengeschnipselt und wollte euch mal was anderes zeigen. Und ja, heute geht es um einen Kühlschrank bei Atlas. Wie man einen Kühlschrank machen kann. Es ist eigentlich kein Kühlschrank, es ist eher ein Rucksack. Aber man kann den hinsetzen, so wie ein Kühlschrank. Was ihr machen müsst, ihr müsst eine Lute machen oder Loom. Und da drin ist bei den Strukturen ist so ein Sack. Wenn ihr jetzt diesen Sack gecraftet habt, könnt ihr den unten in die Inventarleiste ziehen. Und dann könnt ihr den irgendwo platzieren gehen. So, jetzt gibt es aber noch einen Haken da dran. Jetzt kühlt der noch nicht. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt das Ei rüber tun, aber wie ihr seht, ist der Sack noch nicht am Leuchten. Der Sack muss leuchten, damit er kühlt. Und was man machen muss, dass der kühlt, ist, man braucht ein spezielles Salz. Ich habe jetzt das Salz schnell besorgt und mache das gleich mal rein. Das ist dieses Salz hier. Und wenn man das jetzt reinmacht, leuchtet der Sack und ab. Dem Punkt, ab dem er leuchtet, ab dem kühlt er. Ich zeige es euch gleich schnell. Wenn man jetzt das Ei anschaut, 72 Tage. Vorhin waren es noch 5 Tage. Wenn man sieht, im eigenen Inventar sind es noch 5 Tage und wenn man wieder rüber geht, sind es wieder 72 Tage. Und ja Leute, wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da, ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.